Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part bzw. auch zum letzten Part und zum Finale des 111 Cups. Wir sind am Start und heute geht es gegen den Gastgeber des Turniers, gegen den Dogma, nachdem wir uns im Halbfinale gegen Jules durchsetzen konnten mit einem sehr, sehr knappen Ergebnis. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt es auf jeden Fall aus, checkt natürlich auch den Dogma aus, der Link ist direkt in der Videobeschreibung zu seinem Finalvideo und bzw. zu seiner Sicht dieses Finals. Wir werden das natürlich nur einmal spielen. Ich bin mega gespannt, ich bin mega hyped, das Team sieht folgendermaßen aus, hat sich selbstverständlich nicht verändert. Marcelo, TT, Naldo, Dalbert, Fährmann, Hamzik, Alan, Talisca, Inform, genauso wie Quaresma, Crespo und El Sharawi. Sehr, sehr geiles Team, wie ich finde. No Links Wasted natürlich, aber der Dogma, der wird auf jeden Fall auch ordentlich was raushauen. Ich bin gespannt, wann er denn gleich da ist. Wir machen dann das Spiel und wir sehen uns wieder, wenn wir im Matchscreen sind. So, die Einladung ist da, dementsprechend gehen wir rein in den Aal und ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir 300 Likes für das Finale schaffen. Ich weiß, dieser Cup ist nicht so populär bei euch, aber trotzdem, für die letzte Episode wäre das sehr, sehr nice. Ich versuche natürlich auch wieder das Ganze so gut zu schneiden, wie es irgendwie geht. Dazu gerne mal die Videobeschreibung auschecken. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIBA Points, PSA, Microsoft Guthaben mit dem Code MaxGamingTV, gerade fürs Team of the Season sehr interessant. Dazu natürlich Instagram, auf Facebook, wo ihr kostenlos folgen könnt. Wir sehen vorne drin Son, dann haben wir links den Player of the Month, beziehungsweise nicht Player of the Month, sondern Monthly Rewards, Eden Hazard, rechts Salah, zentral Can, Goretzka und Petit im Mittelfeld, dann links Roussillon, Boateng, Laurent Blanc, Trent Alexander-Arnold und zwar die International Team of the Group Stage Variante und das gleiche bei Ter Stegen. Ich glaube sogar zwei International mehr noch ein Match bei Trent Alexander-Arnold. Ich bin gespannt, das Team ist von den Voraussetzungen her sehr, sehr stark. Auch stärker als meins. Mir ist bewusst, dass die meisten Teams stärker sind als meine von den nominellen Geschichten her. Aber das muss nicht zwingend was heißen. Und dementsprechend versuchen wir jetzt hier das Beste irgendwie rauszuholen. Auch wenn das ehrlich gesagt mein erstes Spiel heute ist, weil ich bisher unterwegs war. Ihr seht auch vielleicht, ich bin ein bisschen ein Waschbär. Ich habe halt Fußball gespielt heute. Das wäre natürlich auch bitter gewesen, wenn das Ganze jetzt in einem Tor geendet hätte. Und ich mache natürlich wieder den kurzen Abstoß. Das kriegst du aus mir aber auch irgendwie nicht raus. Boah, Fährmann. Brutale Parade. Heieiei. Normalerweise ist das safe das 1:0, wenn Salah mit links aus der Position so frei zum Schuss kommt und dann auch noch den fucking flachen Schuss macht. Also low driven oder prey oder was auch immer, was jetzt ist. Aber Fährmann, der ärgert sich, dass er nicht mit zur WM fährt. Das ist ja ganz, ganz schlafmütziger Auftritt hier. Wieder ein unglaublich unnötiger Ballverlust, nur weil Hamzik den Ball nicht rechtzeitig nach vorne spielt. Aber vielleicht können wir das jetzt ändern mit Quaresma, der aber den falschen Spin macht. Mach doch den McGeady-Spin. Ah. Eine erste Annäherung. Ja, war jetzt nicht gefährlich, das Ding von Alan, allerdings war es okay. Stark von TT. Er versucht mein Containen, ich containe sehr viel mit A, also Auto-Defend quasi, versucht er vor allem mit den Hacke zu hacken zu brechen. Allerdings klappt das, gerade wenn ich einmal gesehen habe, dass ein Gegner das macht, nicht mehr. Einfach weil ich mich darauf einstellen kann, das dann in den richtigen Situationen nicht mehr zu machen. Jetzt Crespo, zweiter Pfosten, Hamzik, komm nicht ran. Lang und weit bringt Sicherheit, aber nicht beim Torabschluss, mein Freund. Allerdings muss ich auch sagen, bisher macht das der Dogma sehr, sehr gut, der Dominik, weil ich komme nicht wirklich gefährlich vors Tor. Ich habe auch festgestellt, auch wenn ich zwei Five-Star-Skiller vorne drin habe, das darf ich nicht unbedingt benutzen, weil mir das nichts bringt. Das war ganz schlecht von Talisca. Kein Foul in der Mitte da, gegen Hamzik, okay. Das ist natürlich bitter, dass das nicht abgepfiffen wird. Das ist wieder so ein typischer FIFA-Bug. Normalerweise ist es ein klares Foul. Und jetzt Hazard. Und da ist das 1:0. Lag natürlich jetzt nicht unbedingt an den Foul. Klar, aber trotzdem ist es bitter, weil das ist normalerweise, muss es abgepfiffen werden, weil damit ist Hamzik aus dem Spiel. Zumal der aufgrund dieser behinderten Engine auch noch rummeckert. Aber trotzdem guter Laufweg von Hazard. Kann ich da mal nichts mehr machen. Ich steuere Naldo und dann ist der Laufweg von, Gottes Willen, Marcelo was. Ich weiß gar nicht genau, einfach zu schlecht. Jetzt nur nicht hier verzweifeln und noch mehr Fehler machen. Was macht Fährmann da? Immerhin hält er noch. Aber dass er da nicht einfach hinspringt, das ist...
Also bisher läuft gar nichts. Das ist bisher wirklich ganz, ganz schwach von mir. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Ich spiele es einfach schlecht. Hamžík lässt sich komplett aus dem Leben zerstören. Aber vielleicht können wir ja durch einen Konter irgendwie erfolgreich sein. Aber El-Sharawy schläft auch ein beim Loslaufen. Was macht denn Naldo da? Ja, safe ist 2-0. Das ist wieder so typisch, auch wieder FIFA. Kannst du nichts gegen tun. Da kann man nichts gegen machen. Das ist einfach lächerlich. Ich meine, guckt euch das an. Was ist das? Nix. Hilfe, diese Autowechsel auch. Yo, lass dich ja immer in Abschluss. Das ist zum Kotzen. Er spielt das gut, da kann man nichts gegen sagen. Spaß macht's aber gerade nicht. Ich bin auch, muss ich dazu sagen, ich bin nicht wirklich jetzt, ihr merkt's vielleicht, nicht großartig angespannt oder irgendwas, weil ich sowieso schon nicht erwartet hätte, im Finale zu stehen. Aber mich ganz abschießen lassen wollte ich ja auch nicht. Rot. Eigentlich rot. Also normalerweise, ja, ist rot. Rutscht ihm nur von hinten in die Beine. Komplett dumm. Und dementsprechend 35 Minuten oder ja, sowas um den Dreh, was ich habe jetzt. Mit einem Mann mehr. Stellt auch sofort um. Mal sehen, ob der flache Pass, den ich gedrückt habe, noch zu meinem Mann kommt. Oder ob er sich daraus jetzt einen Vorteil erhascht. Auch absolut asozial, dass das Spiel schon weitergeht und noch tatsächlich es möglich ist, Start zu drücken. Aber das ist ja nicht sein Fehler. Das ist ja nicht sein Problem, warum auch. Doch, und es wird der Ausgleich durch Alan. Sehr schön. 2-2 ausgerechnet. Alan, glaube ich, der in der kompletten Offensive bei mir inklusive Außenverteidiger, der im Tor ungefährlich ist. Ja, wobei, so schnell ist sein Schuss gar nicht. Haben wir ja gerade auch gesehen. Das ging schnell jetzt, der Ausgleich. Ryan Sessegnon für Hazard. Ich finde übrigens, möchte nochmal dazu sagen, das fand ich schon seit Anfang an. Deswegen habe ich auch nur 3, weil ich das nie wirklich beachtet habe. Ich finde das System mit den Super Subs ist Schwachsinn. Ich meine, wir spielen hier. Wir spielen ein Turnier, wo wir uns ein Team zusammenstellen. Ja, das im Idealfall Chemie haben soll und so weiter und so fort. Und es gibt dann Super Subs, die teilweise ein viel höheres Rating haben als die Spieler, die man sich erspielt hat. Das ist. Klar, es ist ein Joker in gewisser Weise, aber ich finde, es ist Schwachsinn. Warum wird Quaresma da nicht Auto angewählt? Weißt du, die können Auto switchen, wie sie wollen, aber in der Situation. Nö. Nö, 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 nö. Machen sie einfach nicht. Quaresma ist nicht der Game Changer. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Nein, ist er nicht. Oh, da hat er richtig Glück gehabt, der Dominik. Normalerweise macht Quaresma den auch rein, der hat so viele Fehl. Oh, jetzt hat er echt Glück bis nach Meppen, aber Alessandrini macht das 3-2, 73. Minute. Wie gesagt, Supersubs sind Schwachsinn. Alessandrini ist zugegebenermaßen Supersub von mir, aber so funktioniert das System. Nein! Oh, Talisca, du bist so eine Bratwurst. Schöne Balleroberung, ja, keine Frage. Aber was war das für ein Pass? Das war ja weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich habe klar auf Quaresma gepasst. War vielleicht eine dumme Entscheidung in der Situation, aber trotzdem kann man ihn schon mal an den Mann bringen. Ah, die letzten Pässe. Die letzten Pässe sind das, was hier nicht ankommt. Und weswegen es hier tatsächlich momentan 3-2 steht. Alter. Da muss ich mich einfach beruhigen. Das wäre ein Gegentor gewesen, auf das ich mein Leben lang nicht klargekommen wäre. Hei, hei, hei. Weil Naldo den ich richtig klären will. Und Fährmann dann. Oh. Alles klar. Talisca hat anscheinend keinen Körper mehr. Mit seinen 1,92. Will das Spiel nicht flachsen. Will das Spiel nicht flachsen. Woohoo! Gewonnen! Sieg, 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 Sieg! Der Sieger des 111 Cups 2018 bin ich. Brutal, brutales Ende. Alter Schwede. War natürlich jetzt die krankste Situation, die überhaupt möglich war. Wo ich nichts für konnte, was wieder so ein typisches Max-Gegentor gewesen wäre. Es gibt leider keine Wiederholung. Einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Die rote Karte war der Game-Changer. Ja, ich drehe mich um. Er grätscht mal in den Bein, das ist klar rot. Ja, das Tor direkt danach.
Natürlich glücklich, aber einfach weil er mit 10 Mann ist, steht da keiner bei Alan und dann habe ich den Platz. Und dann geht das Ding halt eben rein und dann das Tor von Alessandrini. Setzt natürlich nochmal einen drauf, da hatte ich jetzt hier Glück, aber dass er den Ball direkt zu mir passt und nicht klärt, ist halt seine Schuld in dem Fall. Ja, er kann klären, drücken, er macht es nicht. Und ja, somit gewinne ich tatsächlich den 1-11 Cup, was ich nicht gedacht hätte. Das war's und ja, das war ein sehr schöner Cup für mich, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Team, das ja wirklich das Schlechteste, denke ich mal, war von allen, und als Underdog auch spielerisch gesehen, das Ding hier gewinne. Aber habe ich geschafft. Von daher, danke auf jeden Fall an die ganzen anderen Teilnehmer, Links in der Videobeschreibung und natürlich auch zum Dogma. Schaut bei dem vorbei, schaut euch seine Reaktion gerade auf die letzte Szene an und ich würde sagen, dafür kann man ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.